In diesem Video möchte ich dir erzählen, wie du die Fibonacci-Sequenz am besten für dich nutzt. Diese Frequenz solltest du eigentlich ganz einfach nutzen. Ich empfehle es dir in den ersten 7 Tagen so 1 bis 3 Mal zu hören, vielleicht einmal in der Früh, einmal mittags, einmal abends. Aber es ist kein Muss, du kannst sie auch einfach nur einmal am Tag hören. Du hast eigentlich keine große Beschränkung, was das Thema angeht, wann du sie hören sollst. Idealerweise hörst du einfach auf dein eigenes Bauchgefühl, auf deine eigene Intuition und spürst in dich hinein, wann du jetzt das Bedürfnis hast, sie zu hören. Und wenn du jetzt merkst, okay, nee, heute passt nicht, dann lass es einfach sein. Ja. Wichtig ist, die ersten 7 Tage regelmäßig zu hören, ob ein- oder dreimal spielt in dem Fall keine große Rolle, damit du in die gewisse Kalibrierung der göttlichen Ordnung kommst. Und dann wirst du merken, wird auf einmal alles leichter, wird auf einmal alles in den Fluss kommt, dein ganzes Bewusstsein, deine Seele, deine Emotionen, deine Gedanken und so weiter. Und dann kannst du es je nach Bedarf einfach hören, vielleicht so einmal die Woche oder so, ja, oder im Monat, wie es für dich dann angenehm ist. In dem Sinne, viel Spaß beim Hören und wir sehen uns dann im nächsten Video.